Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Let's Play auf meinem Kanal Araya, heißt das gute Stück. Ist, glaube ich, vor ein paar Tagen ganz neu erschienen auf Steam. Und ich habe mir gedacht, komm, gönn dir einfach mal, ist gerade Herbstaktion, beziehungsweise das Spiel ist gar nicht reduziert, aber kostet gar nicht so viel. Da habe ich gedacht, komm, gönnst du dir mal und spielst du mal für deinen oder für meinen Kanal. In den Options kann man ein bisschen was hier an den Videoeinstellungen machen. Am Audio, ich habe die Musik nicht ganz auf voll, auch wenn es sich gerade so anhört. Einfach aus dem Grund, weil es gerade 1 Uhr nachts ist und ich nicht unbedingt das ganze Haus wachschreien will, wenn es so auf meinen Ohren dann rumbrüllt, was ich eh tun werde. Also ich werde rumbrüllen, aber wir schauen einfach mal. Game Settings, es gibt nur Englisch oder Thailändisch. Es ist ein thailändisches Spiel, kommt aus Thailand. Gibt leider halt nicht Deutsch, aber zumindest Englisch und wir starten einfach mal rein. Und ich bin sehr gespannt. Ich muss dazu sagen, ich habe die Demo selbst nicht gespielt. Ich find's gerade ultra laut auf meinen Ohren. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, bitte. Ich habe Angst. Okay, können wir uns schon... Achso, wir können uns schon bewegen. Okay, warte mal, die... Ich finde, die Maus sind sie tatsächlich ein bisschen zu langsam. Das hätte ich natürlich... Oha, die ist schon auf voll. Alles klar, na gut, dann müssen wir damit zurechtkommen. Okay, ich habe keine Ahnung, was da steht. Ich habe... Alter, Angst. Yo. Wir gehen... Also wir haben komische Gehgeräusche, aber wir haben Beine. Finde ich immer gut, wenn man Beine hat. Aber ich finde, die Maus sind sie irgendwie tatsächlich sehr langsam. Achso. A note saying, I'm going to buy a drink. Be right back. Okay, warte mal. Das können wir escapen. Warte mal, und das können wir... Nee, warte mal. Ich möchte das rotaten. Genau, okay. Ich muss natürlich erstmal reinkommen. Und ich habe ja gerade gesagt, dass ich die Demo nicht gespielt habe. Ich habe sie mir aber ehrlich gesagt angeschaut. Und das ist hier gerade der Anfang von der Demo, sozusagen. Also sprich, das kenne ich jetzt schon. Aber wie gesagt, nur halt die Demo, weil ich mir das angeschaut habe. Okay, was ist das? Das können wir rotaten. This Tay Amulet was made by Someday Tu oder To. Of what? Rakang Kositaram. Bitte was? Okay. It is a part of a set of 5 amulets. Aha, aha, aha. Okay. Oh, das habe ich jetzt mitgenommen. Haben wir ein Inventar? Ich weiß nicht. I und Tab geht nicht als Inventar. Okay. Push or pull. Verschlossen. Ah, nee. Ach so, ich kann das wie Amnesia. Ah, okay. Wie bei Amnesia kann ich damit interagieren. Okay, das finde ich cool. Wir haben leider keine Taschenlampe. Was ist das? A newspaper article saying 5 people brutally murdered in horrifying tragedy. Tragedy? Es ist gerade spät. Ich kann nicht richtig lesen. Warum ist die Tür zugegangen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr alles aus der Demo, als ich mir das angeschaut habe. Ich weiß jetzt gar nicht, warum die Tür jetzt zugegangen ist. Alter! War ein Schatten. Ich will das lesen.
Ich will spontan dieses Spiel nicht mehr spielen. Okay, wann habe ich eigentlich angefangen mit der Aufnahme? Alter. Ist halt in... Boah, ich bin echt gewillt, gerade das Spiel einfach auszumachen und es nicht zu spielen, ne? Huch! Tür geht voll schnell wieder zu. Okay. Boah, es ist sinnvoll, da hinzugehen. Ich glaube, ich gehe da nicht hin in die Dunkelheit. Ich finde nach wie vor, die Maus sind sie unglaublich langsam. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ich finde die zu langsam für mich. Okay, sind zu. Boah, ich hasse das Spiel jetzt schon. Okay, wir können auch nicht sprinten. Noch nicht. Ich hoffe, das kommt irgendwann. An empty envelope. Ja. Oh! Alter, okay, ja, da erinnere ich mich dran. Noch ist das alles in Ordnung. Ich finde die Schritte halt extrem komisch. Also wenn wir laufen, machen wir so ein komisches Geräusch irgendwie. So, press E, okay. Danke. Auf Wiedersehen. Boah. Wie gesagt, das kenne ich jetzt noch aus dem Demo-Video, was ich mir angeschaut habe. Aber ich habe es halt nicht selbst gespielt. Ne? Und wenn man sich das so anschaut, ist es nicht so schlimm. Aber wenn man das dann selbst spielt und diese lauten Geräusche uns auf dem Ohren hat, das ist echt nicht geil. Das ist richtig scheiße, ist das. Oh, hab ich mich erschrocken. Was ist das denn? Da passiert doch gleich was. คนร้ายนั้นขโมยศพในพื้นที่หลายๆอำเภอด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่บ้านโนนสาตำบลนาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะคะแล้วก็ยังมีที่อำเภอกุมภวาปีที่อุดรธานีทั้งหมดเนี่ย4ศพด้วยกัน Ich will eigentlich warten ob da jetzt was passiert เรืองศักดิ์จริตเอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ Ist wahrscheinlich live Fernsehen ne wird gerade live übertragen ร่วมประชุมกับตำรวจในพื้นที่ Okay Einmal hier durchHä? Ach so. Ach ja, der Ball, genau. Game saved. Das ist schön. Und gleich ist auch die Demo vorbei. Also. Hallo? Ah, jetzt. Wow! Und dann wird's blind. Zum Glück ist es nicht komplett laut auf meinen Ohren. Das wäre sehr schlimm. So ist es halt in Ordnung für mich. Okay. Ah, guck mal. Da. Achso, ich dachte, da wäre eine Notiz, weil das so geleuchtet hat. Ich möchte halt... Es tut mir leid, das ist gerade... Find out where the voice is coming from. Ja. Das ist gerade echt scheiße. Ich mache sie ganz langsam. Nein. Die ist echt, ne, bisschen zu langsam für mich. Mal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Ich kann das leider alles nicht lesen. Aber ich gucke es mir trotzdem an, weil ist ja interessant. So.
Tür zu. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Und jetzt gleich kommt das Ende der Demo. So. Ah, Alter. Push! Alter, renn, 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 renn. Mach die Tür auf. Oh. Boah, ist das unheimlich. Oh, da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich renne hier einfach mal weiter. Also hier ist jetzt Ende der Demo. Da vorne kommt sie. Okay, ich renne weiter. Das ist jetzt hier gerade random, wie ich renne. Oh, scheiße. Wow. Okay. Ach du Scheiße. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich kann mich nur umschauen. Alter. Leck mich. Bin ich tot? Oder ist es. Oder was? Araya, ja. Ah, okay. Chapter 1. Marissa. 0.15 Uhr. Okay. Also das eben, wo ich in den Raum und so gerannt bin, habe ich in der Demo nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob man das in der Demo noch mal konnte. Dort, wo ich es gesehen habe, ging es nicht mehr. Oder habe ich es nicht gesehen? Because of those stories, the hospital was forced to close down temporarily. However, there are still some strange rumors coming from people who pass by there. They said they saw mysterious shadows and even heard horrifying screams. Some even said that the local junkies gathered in that place. But that's just what I've heard. The last time I saw Aria was here, years ago. That day, she mysteriously disappeared. But then the other day, I received a message from Aria saying she was at the hospital. That's the reason I'm here tonight. Alles klar. Sind wir Marissa wahrscheinlich, oder? Gehe ich mal von aus, dass wir sie jetzt spielen. Game saved. Das ist schön. Oh. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur gucken, ob wir wieder Beine haben. Und ob ich erkenne, ob wir Marissa sind. Oder Marissa. Und ja, wir sind sie. So, okay. Ich kann jetzt sprinten. Das geht schon mal. Der Ton kam leicht verzögert vom Gewitter, kann das sein? Ich glaube schon. Okay. Alter. Wir sollen in das Krankenhaus. Das ist mega groß einfach. Da sind wir doch. Ich frage mich immer. Warum geht man freiwillig in ein Krankenhaus nachts? Warum? Okay, Napa One Hospital, temporarily closed for reconstruction. 666666666, ja. Alles klar. Ich weiß gar nicht, wie lang das Spiel ist. Alter, da ist doch jemand. Hallo. Find a way into the hospital. Okay. Fängt gerade ein bisschen so wie Outlast an, ne? Hier. Da musste man ja auch einen Weg in die Irrenanstalt finden. In Outlast 1. Ich würde da gerne hin. Zu der Frau.
Alter, wie bekloppt kann man sein, nachts in ein Krankenhaus zu gehen, was momentan nicht in Betrieb ist und am Eingang, in der Eingangspforte sozusagen, sitzt anscheinend eine tote Frau. Ich würde doch keinen Weg mehr da reinsuchen, ich würde doch weggehen. Okay, da komme ich anscheinend rüber. Ich gehe erstmal hier vorne gucken. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lang das Spiel ist. Ich habe nur gesehen, dass es solche Chapter hat. Und davon auch relativ viele Chapter. Ich weiß halt aber auch nicht, wie lang so ein Chapter ist. Ne? Wenn die relativ kurz sind, dann ist das Spiel halt nicht so groß. Bei dem beim Steam-Download stand dran 2,7 GB. Klingt auf den ersten Moment vielleicht erstmal nicht so groß, aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie groß Outlast zum Beispiel war. Ach, das ist ja auch noch alles das Hospital. Ach du Scheiße, ist das groß. Ach du Scheiße, ist das groß. Okay. Ich hätte gerne Taschenlampe. Ah, super. Na gut, das Handy. Klar. Ich hoffe, wir haben unbegrenzt Batterie. Ein Hund und Zebras. Das ist gut. So. What's the deal with this shrine? Warum steht hier einfach so ein Schrein rum? Was? Hä, was ist das denn? Ah, süß, eine Eidechse. Hallo. Ja. Oh, Alter. Was ist das denn? Ich kann aber nicht springen, ne? Nee. Ich kann Stand jetzt noch nicht springen. Okay. Boah, ich bin sehr angespannt. Deswegen verhaspel ich mich gerade auch so sehr oft. Es tut mir leid. Jetzt kann ich... Oh. Ach so, ich kann nicht so springen. Ich kann hier nur über so Objekte Space dann jumpen. Okay. Space dann jumpen. Yo. Okay, dieses Let's Play wird wahrscheinlich voraussichtlich immer samstags und sonntags jeweils eine Folge immer kommen. So als kleines Mini-Projekt. So habe ich das vorgesehen. Alter. Diese Geräusche, ne? Und diese Kakerlaken hier auf dem Boden. Voll eklig. Okay, hier muss ich mich anscheinend ducken, um runterzukommen. Wie hält sie denn das Handy, wenn ich mich ducke? Voll komisch. Ich warte nur auf den ersten Schocker. Ich warte nur auf den ersten Schocker. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich 20 Minuten oder 25 Minuten oder sogar eine halbe Stunde Parts bringen soll. Damit es sich lohnt, das anzuschauen, wenn es nur zweimal in der Woche halt kommt, ne? Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Aber wahrscheinlich wie immer Standard 20 Minuten. Wie sie den Arm hält, wenn ich darüber gehe. Wenn ich drüber jumpe. Aber ich warte ja nur, dass die Troller mich eben aus dem Krankenhaus wieder verfolgt. Und ich bin unheimlich langsam, wenn ich normal gehe. Aber ich will hier auch nicht durchsprinten. Weil ich dann erstens schneller bin und in einen Erschrecker reinrenne. Und mich dann zu Tode erschrecke. Und zweitens, ich das so ein bisschen hier alles auch genießen will. Erkunden will. Und nicht einfach durchrennen will. Da vorne steht sie. Also, denke ich mal. Aria? Is that you? Ah, okay, sie heißt Araya. Die, die wir anscheinend suchen. Aria, wait.
Where are you going? Ich würde gerne einmal... Danger! Do not enter construction area. Ist mir doch egal, ich gehe trotzdem weiter, weil ich... bescheuert bin. War doch klar, dass das passiert. Es geht los, würde ich sagen. Auf ins Krankenhaus. Auf ins Krankenhaus. Chapter 1 vorbei. Nein. Game safe. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht so, weil dann vielleicht schon gleich was passiert. Wait, Aria. War sie da? Habe ich schon was verpasst? Vielleicht besser so. Aber eigentlich, wenn wir sie kennen und suchen, dann ist sie uns doch eigentlich nicht... Alter. Go to the electrical room. Nein, wenn wir sie kennen, dann ist sie doch uns eigentlich nicht feindlich gesonnen, oder? Also, that's right. You've been acting very strange during high school. Ja, sag ich doch. Especially in our last couple of years. You had serious problems with your mood swings, and it really pushed people away. I was your only friend at the time. Push the door. Da liegt was. Boah, ich hoffe, es gibt hier nicht so Verfolgungsszenen. Aber gab's ja eigentlich eben auch schon. Aber das ist relativ ekelhaft dann. Store room. Ah, guck mal, da müssen wir hin zum ich kann das Wort nicht aussprechen. Ihr wisst, wohin. Ich gehe, glaube ich... Nee, Storeroom konnten wir nicht, ne? Storeroom ist... zu. Hier ist noch ein Storeroom. Ist da auch zu? Auch zu. Okay, nicht rauchen. Und was ist das andere? Oha, mach das Licht an. Nicht rauchen und keine Streichhölzer. Die Toilette. Bester Ort auf dem Spiel, um hinzugehen, ist zum Glück zu. In einem Horrorspiel, um hinzugehen. Die ist auch zu. Aber die ist auf, natürlich. Wir müssen ja auch hier rein. Wow, wie manchmal die Musik aufhört und dann wieder anfängt, ne? Okay, ein Schalter. Oh, da liegt noch was. Ein Master Key. Nice. Wir haben einen Master Key. Und... alles klar. Wir brauchen erst die Sicherung. Wir brauchen erst die Sicherung, aber mit diesem Schlüssel, den wir jetzt gefunden haben, können wir hier vielleicht die ganzen Türen aufschließen. Ich weiß es nicht, die geht nicht auf, aber vielleicht hier einfach eine. Beziehungsweise da liegt vielleicht so eine Sicherung, ne? Das, was leuchtet. Ja, hier kommen wir jetzt rein. Und hier liegt was, hier blinkt was. Alter, Geräusche, ne? Eine Fuse. Eine alte Fuse. It looks worn... out, but it should still work. Okay. Pah. So, kommen wir vielleicht auch noch hier rein? Kommen wir sogar. Alles klar. Alles abchecken. Da liegt was. Eine Notiz. The text of this document is hard to read. It says something about the temporary shutdown of the hospital. Okay.
Ich verstehe es nicht, warum immer die Leute so dumm sind und in solche Gebäude reingehen. Wir können mit dem Master Key das Klo aufschließen, alles klar. Ah, Klos, ne? Ich hasse Klos. Ach, brauchen wir zwei Fuses? Da liegt nämlich noch eine. Hallo. Ja, ja, der gleiche Text. Ich habe halt keine Ahnung, ob hier auch so Jumpscare-mäßig was kommt, ne? Einfach so. Dass wenn man zum Beispiel mal aus der Tür rausgeht, dass da einfach so was Jumpscare-mäßiges kommt. Das wäre sehr ekelhaft. Alter. Alter, was war das für ein Geräusch? Ach du Scheiße. Ich lese mir das mal eben kurz durch. Ihr könnt ja das auch in der Zeit lesen. Okay. Also kann ich das drehen? Steht hier was anderes? Ne, anscheinend nicht. Was sind das für Geräusche manchmal? Okay. Ich gucke übrigens bei Horrorspielen gerne auf den Boden, weil ich dann da die Joker nicht so mitkriege. So, wir haben zwei Fuses. Und die setze ich jetzt einfach mal ein. Ja, zwei brauchen wir auch. Eins, zwei und... Ich mach mal das Licht aus. Ich weiß nicht, ob wir begrenzt Batterie haben. Wobei, hier ist ein bisschen dunkel. Ich lasse es an. Ich denke, wenn es begrenzt wäre, hätten wir eine Anzeige. Wow. Ah. Muss ich kurz eine TV-Meldung wegschalten. Kommt manchmal bei mir so eine TV-Meldung, dass der Bildschirm sich nach einer Minute automatisch ausschaltet. Die muss ich irgendwie mal wegdrücken. Keine Ahnung warum. Aber so ist das. Ist ja auch völlig egal. So, jetzt können wir hier rein auf jeden Fall. Und hier ist auch noch was zum Lesen. Everything seemed normal during today's patrol. However, I say jit near the old building again. I think he is hitting something there. I'm sure he was holding something, but I don't know what. Rama oder Rama. Die gute alte Rama. Wer kennt sie nicht? Der gute alte Brotaufstrich. Staff only. Okay, jetzt kommen wir da durch. Ich würde aber sagen, tatsächlich, dass ich den ersten Part hier erstmal jetzt beende. Das ist Araya. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und das werden wir im nächsten Part herausfinden. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal zu Araya. Ich hoffe, ich spreche Araya übrigens richtig aus. Aber ich sage einfach mal Araya. Vielleicht wird es auch langgezogen, irgendwie Araya oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal.